Jakon und CC Joker begrüßen euch zurück zu Resident Evil 1 Remastered HD XYZ. Und CC Joker, sag doch mal an, was machen wir denn in dieser Folge? Wo sind wir stehen geblieben? Ja, also erstmal muss ich ja natürlich nochmal unser Kürzel haben, RE1HDR. Ja, muss ich ja nochmal einbringen. Krankheit, Szenekrankheit. Und in der letzten Folge haben wir ja, glaube ich, gelernt, wie wir Leichen verbrennen können. Und es riecht etwas unangenehm. Und das ist eine alte Buchse von CC Joker, die da rausgeguckt hat. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur im Spiel, dass es sich etwas unangenehm muffelt. Hallo, kann ich ja nichts für. Ich war heute lange unterwegs. Hart gearbeitet, ja. Hart gearbeitet. Aber geh doch mal weiter. Ich weiß nicht. Nur hin und her rennen bringt jetzt auch nichts. Ich weiß nicht, wohin. Ja, erstmal da. Erstmal durch irgendeine Tür. Ach, Türen. Und dann haben wir ja auch immer noch den Schlüssel. Den Schlüssel. Den wir irgendwo benutzen können. Der Kerzenhalter glänzt kalt. Das wolltest du letztens mit einem Flammenwerfer entzünden. Hier will ich raus. Geh doch mal raus, ich wollte gerade sagen. Fall mir nicht ins Wort. Ich klicke einfach wie ein Wilder rum. Waren hier nicht die Chemikalienraum? Ich glaube schon. Vielleicht leben sie ja wieder. Oder die guten Heilpflanzen sind wieder, haben sich wieder erholt, die du ruiniert hast. Ich glaube eher nicht. Oh, wie schön die aussehen und blühen. Nicht mehr. Oh, kleiner, was ist denn da eigentlich? Da war die Maske drin. Da war die Maske. Uroboros! Weißt du, was jetzt helfen könnte? Nee. Die Karte. Gute Sache. Guck mal, gleich beim ersten Mal richtig aufgeschlagen. So, und der Raum nebenan ist ja noch rot. Da ist auch noch eine rote Tür, sehe ich doch auch. Ja, aber da kommt ja, ein roter Raum. Ja, wir gucken das einfach mal alles jetzt nochmal ab hier. Genau. Da wird sich bestimmt noch was finden lassen. Na, hoffentlich. Ansonsten wären das 20 Folgen dummes Rumlaufen. Ja, aber das kennt er ja schon von uns, ne? Planlos. Sie sehen irgendwas in dem Schatten eine Tür? Nee. Planlos im Herrenhaus, Ulya Gaming und so. Planlos in Seattle. Haben wir da was vergessen? Ich weiß es nicht. Da waren ja die Augen drin, das Blaue und das Gelbe. Ach, das Ding. Ja, gut, das ist ja klar, dass wir es noch nicht erledigt haben. Weil wir haben ja nur das Blaue. Genau. Sind wir mal mit dem blauen Auge davongekommen, kann man sagen. Ja, und nichts weiter machen. Ja, dann würde ich da mal wieder rausgehen. Ich empfehle, die Tür zu nehmen. Okay. Dass man das nicht wegdrücken kann, ne? Das nervt mich. Ja, Ladescreens halt, ne? Ladescreen. Für jede Tür eine Ladescreen. Nostalgie. Kann man hier irgendwas noch machen? Ach, sieh mal. Oh, ein Dolch. Wenn wir den nicht gefunden hätten, ist der Flur bestimmt erledigt. Ja, in der Tat. So, das andere können wir... Ups, das andere können wir nicht. Da ist noch ein roter Raum. Dann könntest du demnächst die Ink Ribbons mal wegpacken. Die was? Die Farbbänder. Achso. Vorsicht, ich glaube, da waren da Zombies drin und da habe ich die letztes Mal erledigt. Wow! Ah, Mann, ey. Okay, ich hatte die zwar erledigt, aber ich habe sie nicht verbrannt. War das jetzt nur einer oder waren das zwei? Ist der Raum einen gesehen, aber. Ist der Raum noch rot? Ja, der ist rot, deswegen wollte ich hier rein. Das ist dumm, da will ich jetzt erstmal nicht rein. Dann gehen wir unten weiter. Schöne Sache. Also da war ja, das war ja der Raum, wo die Tür geklemmt hat. Ach, die Dings. Warum sagst du das nicht gleich? Du hast mich gefragt. Hast einen roten Raum gesehen, bist durchgegangen. Vorsicht, Zombie. Das gibt's doch nicht. Das Problem ist, den müssen wir jetzt, glaube ich, schon mal machen. Ja, ich muss mich da aber drauf konzentrieren, das kam mir jetzt zu schnell. Haben wir nicht noch eine Megawaffe gerade am Start? Meinst du, wir brauchen eine Megawaffe? Dann gegen die Schnellen. Ja, stimmt schon. Was ist denn das Schönes? Ich glaube, Brandgranaten, glaube ich. Naja, was soll's. Ich werde eh versemmeln. Alter, wir haben nur 4 Schuss. Ja, ich brauche 4. Bitte nicht. Lass mal in die falsche Richtung bolzen. Uroboros. Du, Auto-Aiming ist an. Pfeffer! Andere Waffe! Andere Waffe! Da braucht er echt 2 Schuss. Ich brauche scheinbar noch mehr. Oder auch nicht. Anzünden! Geht nicht! Ich habe auch kein Feuerzeug. Wo ist das hin? Lopsi! Hast du das echt in den Dings gepackt jetzt mal? Mann, was ist denn das hier eigentlich? Da kommen wir jetzt zum Dining Room zurück. Das ist ja schön. Ja. Wollen wir da überhaupt nicht hin? Doch, bestimmt. Nee, dann darfst du die Uhr wieder. Wie schön das ist. Lebt er jetzt wieder? Nee, ne, der macht sich noch ein bisschen gemütlich, oder? Ich denke schon. Riechst du das? Mhm, leider. Der ist weg.
Ja, aber ich glaube, das war das zweite Mal, dass wir ihn gekillt haben. Das heißt, ich glaube, der ist ganz weg. Wo ist die Tür denn? Das Oh, das ist bestimmt Klavierzimmer. wieder eine. Ein Helmschlüssel bestimmt. Ja. Oh. Ja, für das Haus? Wo sind wir da noch nicht Die rein? brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Yay! Ja! Mach dich bereit, dass da drin wer sein könnte. Na gut. Ich möchte das jetzt nur mal so prophylaktisch sagen. Spannung erzeugen wollte ich schon, ganz klar. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Moment mal, hier kommt mir schon wieder so bekannt vor. Ja. Ja. Aber warum war das noch zu? Schön. Ja, finde ich auch. Da blinkt was. Da können wir erstmal hingehen. Da gehe ich hin. Ein Ja. Dolch. Na dann. Hey, Farbbänder! Juhu, gleich mehrere. Ja, drei. Hallo? Oh. Übertreibst gleich wieder, ne? Was haben wir denn hier? Notenblatt. Wahnsinn. Hui. Kann man das jetzt auch wieder zurückschieben? Ich denke nicht, weil da Wahrscheinlich kommt war man dahinter an. die Mega-Waffe. Meinst du? Zieh mal, Uschi, zieh mal. Geht nicht. Will sie nicht. Also weiter. Na super. Da sucht man die Notenblätter. Na gut, weil du es bist. Ja. Prüfen. Erstmal mit den Rotstift ansetzen. Moonlight Sonate. Da haben wir sie. Toll, das war's. Mehr Ja. haben wir nicht. Sieht so aus, ne? Null Information. So, was machen wir jetzt hier Schönes? Klavierspiel. Haben wir jetzt alles? Es blinkt. Ja, wir sind drin. Ach, egal. Ein kostspieliger Flügel. Ja, schön, aber ich darf nicht drauf spielen, scheinbar, weil er Vielleicht zu könntest du kostspielig ist. einfach mal. Verwenden oder was? Ja? Na gut. Das brauchen Sie jetzt nicht. Schade. Vielleicht müssen wir die Notenblätter erstmal kombinieren, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Ah, mit was denn? Wir haben doch noch ein Notenblatt gefunden bei dem alten Zombie da. Ja. Haben wir, glaube ich, noch etwas abgelegt. Kommst du nicht mehr raus? Ich wollte eigentlich raus, aber ich habe hier leider ein Bild angetüdelt. Angetüdelt, du bist auch ein bisschen angetüdelt. Nee, noch nicht. Kommt noch. Nein. Schade. Schade. So, dann gehe ich jetzt zum da hinten rechts hin. Genau. Also links eigentlich. Kommst du denn hin? Bin ich. Ups, das war zu weit. Echt? Ich wollte eigentlich dann da. Ja, da und dann da, genau. Diese Steuerung, ne? Ja, manchmal war die alte Steuerung dann doch besser. Gespannt, ist da ein Zombie? Ist da kein Zombie? Nein. Willst du da jetzt eigentlich gleich nochmal rein und die Zombies erledigen? Ich weiß nicht. Meinst du? Nee, würde ich nicht. Ach, erst mich anstacheln und dann sowas. Was machst du denn da? Ich habe alles Ja, vertüdelt. ich glaube auch. Tüdeli, hier muss ich durch. So, wehe, das bringt gleich nichts. Was? Na, das Notenblatt mit dem Notenblatt zu kombinieren. Na, ich hoffe mal, dass das geht. Vielleicht haben sie ja auch zwei verschiedene Sonaten hier und dann kannst du dann die vier Jahreszeiten von Vivaldi Wenn man die mixt, dann ist das spielen. die Uber. Die Sonate. Mondschein Vivaldi, die vier Sonaten. Oder die Mondscheinjahreszeit. Wenn die Sonate viermal klingelt oder so. So, da muss ich Das hin. ist Klassik, kein Porno. Pornosonate. Pornosonate. Auch schön. Achso, ups, das war falsch. Kannst du die Farbbänder mal weg? Ja, doch. Ja. Jetzt nerv Erstmal nicht. werde ich jetzt hier kombinieren. Du warst doch gerade schon im Links drin. Und jetzt? Nochmal untersuchen. Ui, Tada! die vollständige Partitur der Mondscheinsonate. Irgendwann wollte ich mir das hier angucken. Weil du sowieso nicht verstehen würdest, was da drin Ich möchte steht. runter. Wie komme ich runter? Gar nicht. So Kacke. Ja, geil. Dann bringe ich jetzt hier nochmal ein paar Farben, habe ich. Alle, ne? Wir speichern ja nicht mehr. Genau. Kann man die eigentlich splitten? Nö, ne? Warum solltest du das wollen? Weil ich vielleicht
zwei mitnehmen möchte, für den Fall der Fälle. Falls mir meine Schreibmaschine ohne Dings in die Wege, über den Weg läuft. Ja, das ist natürlich hart. Dann kannst du aber auch nicht alle sieben mitnehmen. Nein. Nein. Das ist zu schwer. Ja. Ich glaube auch. Die läuft doch manchmal schon so angeschlagen. Ja. So, jetzt laufe ich wieder zurück. Ich bin ja wieder nur am Laufen, 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 Laufen. Ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen Action machen. Die Runner's Point-Folge. Ein Headshot wäre geil. Ja, dann bräuchst du mal einen Zombie. Du könntest da vorne jetzt in den Raum gehen. Ja. Nee, nicht da. Wo willst du denn hin? Wo will ich denn hin? Jetzt bin ich schon wieder völlig aus dem Konzept. Du könntest in diesen Raum reingehen, dann kannst du einen Headshot machen, aber vorher würde ich den Granatwerfer nehmen. Ein Headshot mit einem Granatwerfer? Ja, auf jeden Fall ist er dann tot. Ach Quatsch, den kriegt man doch auch so mit dem Dings hin. Auf geht's. Ich sehe uns schon gleich ein kleines Päuschen machen, weil der Herr Jarkon wieder stirbt. Huch, wo läuft er? So, da brauche ich auch kein Feuer mehr. Wie geil, weil. Also, das war Respekt, also das ist ganz ehrlich. Mir vorbei. Ich glaube, der ist hinten gegen die Tür gerannt und hat den Kopf verloren. Ja, ich glaube auch. Er hat echt den Kopf hier, verloren. Mit dem Schuss habe ich hier das Ding geöffnet. Ja, wie können wir das denn? Hast du einen Plan oder was? Wie kann man das denn? Muss man das überhaupt mal öffnen? Bestimmt. Weil sonst wäre es ja nicht rot gewesen. Also ist, oder ist das jetzt grün? Meinst der du Raum? Wegen dem Zombie? Nee. Glaube ich nicht. Aber nee. Dann. Da muss man doch irgendwie einen Hinweis kriegen. Wahrscheinlich kriegen wir bald irgendwann noch einen Haken oder sowas. Haben wir schon. Vielleicht hätten wir, haben wir das gelesen schon? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Kommt irgendwie interessant, recht interessant. Juckt lecker. Jetzt grün? Grün. Na toll. Also, habt ihr bestimmt gerade durchgelesen. Oh, diese Steuer. Aber immerhin, Headshot. Du wolltest einen Headshot ich in dieser Folge? Headshot, du hast dich an mich geglaubt und ich konnte dir mal wieder zeigen, was ich kann. Ja. Vor allem, ich wollte schon loslachen, weil ich einfach extrem versagt habe. Weil du erst nicht aber geschossen dann, hast, ja? Doch, ich habe geschossen, aber dann ist er schon an mir vorbei und dann habe ich gedacht, na toll. Headshot. Jetzt ist Feierabend. Und ja. Dann war der Kopf ab. Da hast du in die Knarre auf den Brust gesetzt, ja? Ja, andere, ja. So, war jetzt nochmal andere das Seite. Klavier. Andere Seite. Ach, da. Sag doch andere Seite. Die andere Seite. Ich darf meine Füße nicht so viel bewegen. Ich riech schon. Ja, du siehst schon ganz grün aus. So, wenn ich jetzt aber Klavier spielen muss, dann hört der Spaß auf. Oh Gott. Natürlich, sie kann's. Jetzt ist der Moment vorüber. Natürlich. Zombies. Ich finde, du könntest weiterspielen. Nee, finde ich gar nicht. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Da. Der Raum ist rot. Da machen wir was. Da liegt, da liegt was. Und da ist ein Wappen. Ich nehme erstmal das, was hier auf dem Boden liegt. Trevors Tagebuch. Ja, das kannst du mal schön vorlesen. Ich, okay. Nein, kannst du nicht. 24. November 1967. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich, meine Familie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. Du bringst das so emotional rüber. Ich krieg ja schon Tränen. Nach. 26. November 1967. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren und mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem Ort zu entkommen. Finsteren Ort. Ich finde, du liest jetzt weiter. Nein. Doch. Nein. 13. November. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur drei Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre ihr dort bei ihnen.
Ich war ihn dort, nein. Aber nein, ich entsinne mich. Du wolltest es vorlesen. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer im Laborgürtel etwas wie: Wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. Was? Das könnt ihr euch selbst ausdenken, was da reinkommt. Das ist ein Lückentext. Ihr könnt euch. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen. Aber aus diesem Haus konnte ich. Kommt man nicht so leicht mehr. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tiger, Augen, Goldsymbole, das darf nicht. Ah! Ja, das reicht. Der dreht schon wieder ab hier, der Junge. Tada! Ein Galdemblem. Oh nein! Moment mal, muss ich das jetzt wieder ein? Nee, du hättest einfach nur schnell rausrennen müssen. Das geht nicht. Bist zu langsam. Man kann nicht, ich konnte nicht laufen. Oder konnte ich laufen? Nein. Also mache ich da jetzt was anderes rein. Ja. Haben aber nichts anderes da. Ja, schade. Also muss ich jetzt das andere Teil von aus der Truhe wiederholen. Richtig. Toll. Ja. Aber so langsam ergibt alles einen Sinn. Naja, geht so, ne? Zumindest geht es langsam weiter durch das Horrorhaus, ob das hier alles Sinn ergibt. Oh, ja. Guck mal, da ist ein Bild in der Ecke. Ja, gleich nochmal, weil es so schön war. Ganz ruhig, immerhin hast du einen Headshot gemacht. Ja. Ich finde, das war echt exzellent. Voll gut. Voll gut. Leer gut, voll gut. Orientierungssinn. Hiergang lang. Hiergang lang. Könntest du mir was zu trinken, weil ich krieg Kopfschmerzen. Ein Bierchen? Mhm. Dann radel ich mal los. Ja, auf geht's. Kommst du überhaupt hier raus? Geradelt? Nö. Nö. Ich warte einfach bis zur Pause. Toll. Dann kann ich mir auch selber holen. Ja. Du erkennst, 30-minütige Pause. Du erkennst den Plan dahinter? Ja, der sackt, der Plan. Ja, im Moment ist ein bisschen viel rumgerenne, aber... Der vor allem immer die gleiche Weg, ne? Ja, das ist das Problem. Ja, du könntest ja auch zur anderen Kiste gehen. Nein! Aber ich denke, so viel wird in diesem Haus gar nicht mehr zu machen sein. Meinst du? Weiß ich nicht. Meint er? Vielleicht. Hat er sich übersehen, oder was? Was ist denn? Ouroboros! Achso. Soll ich das auch noch mitnehmen? Du kannst den blauen Edelstein eigentlich kurz mitnehmen und schon mal einsetzen, oder? Kann ich tun. Aber vielleicht stirbt man, wenn man sich gleichzeitig alles einsetzt. Du bestimmt. Ja, natürlich total dämlich, wenn wir jetzt sterben würden, ne? Das wäre eine Katastrophe. Und vor allem würde ich mich totlachen. Du? Ja. Dich? Ja. Packst mal deine Windel hier ein. Du kannst das Passepartout da mal einsetzen. Hm? Das Holz-Passepartout. Ja, wo denn? Ja, da wo die Windel war. Wie soll ich das denn machen? Was nicht passt, wird passt. Deswegen Passepartout. Hm. Wo war denn das jetzt nochmal? Da in der Ecke. Was denn? In die Nische, das blaue Ding. Ach ja. Nische, blau. Ich baue eigentlich so einen Raum mitten in ein Haus. Voll geil, ich hätte auch gerne so ein Herrenhaus. Ja. Könnten wir aber Resident Evil spielen. Das stimmt natürlich. So, wo setzt man das denn ein? Hier ist eine Inschrift. Das Tiger im Glanz des Blauen. Einfach mal. Ja, die wird schon wissen, was sie tut. So viele Möglichkeiten gibt es ja auch nicht, ne? Oh! Das andere Auge ist dahinter. Munition! Ey, nehmen Munition! Wir. Das ist ja nett von dem. Ja, finde ich auch. Kann ich mein Auge wieder haben? Ich hoffe ja ernsthaft für dich das nicht. Ansonsten hast du nämlich gleich wieder keinen Platz und musst wieder zurücklaufen. Vielleicht wäre es eh schlauer, dann mal das Gewehr mitzunehmen. Ja, statt den Granatwerfer mit Sicherheit. Wir sind auf einem guten Wege, dieses Spiel innerhalb von 11 Episoden durchzuhaben. Ja, vor allem da wir jetzt schon bei der 12. sind. Oh, habe ich mich verzählt? Ja. Stimmt doch gar nicht. Doch. Na gut. So. Jetzt zeig mal, wofür ich dich hier eigentlich bezahle. Ich muss erstmal wieder Mondschrein, so Nordi spielen. Alter. Alter. So. Huch. Warum nimmt das denn nicht? Dum, 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 ja, komm, dum, das brauchen wir nicht jedes Mal angucken. Dum, 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 halt dum, doch bitte dum, dein Maul. Tada! Oh, ich würde sagen, Dining Room. Klingt gut.
Klingt nach einem Plan. Alter, ich drehe hier meine Runde. Nicht das Ding nehmen, nicht das Bild. Nein. Diesmal gehe ich wirklich erst bis zur Tür. Er lernt. Ab und zu bin ich auch noch lernfähig. Es ist lernfähig, ich finde das voll gut. Wo ist denn das Ding? Du weißt das doch. Du kennst dich doch hier aus. Nächste Tür rechts. Nächste Tür rechts. Das ist ja ein kurzer Weg. Ja, finde ich auch. Stimmt, warte, da ist der Obermongo. Wesker, Barry, Chris. Barry haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ich finde, es ist Zeit. Tada. Ja, die Uhr geht aus. Das wäre ein Traum. Na, endlich. Oh. Kuckuck. Jetzt können wir die Uhr einfach nur ausmachen. Nichts Sinnvolles drin, aber wir können diese Uhr ausmachen. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Fehlt da was, oder? Anscheinend können sie die Räder im Uhrwerk drehen. Ausprobieren? Yep. Ja. Groß. Alter. Rechts. Was war jetzt nochmal der Text? Die beiden Zeiger müssen auf dem Schwert liegen. Möchte ich dann nicht drehen, ne? Ja, ich würde... Meine Fresse. Drück das mal weg. Mal kein Stress hier. Ja, ja, drück das mal. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich will nicht zu schnell drücken, dann bin ich wieder zu weit und dann habe ich mir aus Versehen was gedrückt. So, ja. Na, guck. Ja, was ist passiert? Keine. Warum nicht? Ja, mach. Fertig. Was? Nein. Was nein? Nein. Nein. Hä? Du hast mich angelogen. Ich habe schon gedacht, ich hätte es richtig gemacht. Dachte ich eigentlich auch. So, ich muss mir den Text nochmal durchlesen. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Ja, danke, kenne ich schon. Weiter. Ja, es kommt doch jetzt nicht mehr viel. Nein. Keins. Was steht da jetzt? Nix. Toll. Ja, da steht nur was, ist also vielleicht was mit dem Helm, dem Dings zum Blablabla zu tun. Na gut, dann würde ich vorschlagen, kleines Päuschen, wir machen uns ein paar Gedanken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Also Leute, macht's gut, ciao, ciao.